Wo sind meine Beine? Hallo? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Super Mario Maker. Heute spielen wir wieder ein paar Level von Freunden. Ja, Zuschauerlevel werde ich auch irgendwann bald spielen, aber das dauert noch ein paar Folgen. Ich will mir noch so ein paar Best-of-Levels angucken und sowas. Und ich sage euch dann Bescheid, wann und wie ihr mir die IDs posten könnt. Und bitte nicht auf Twitter, danke. Da nerven die nur. Ja, ich habe 100 Level in der Easy Endlos Challenge gemacht. Dadurch habe ich, glaube ich, das Katzenoutfit. Ach, keine Ahnung, ein paar Sachen habe ich freigespielt. Ich habe auch 10 Level im Koop gemacht. Dadurch habe ich ein Kamek-Outfit bekommen. Ich habe durch die Levelbewertungen ultra viele Kleidungsstücke bekommen. Ihr seht schon, meine Sammlung wächst. Und den Zylinder bekommt man nur, wenn man in der globalen Liste auf Rang 2 landet. Also, den Zylinder habe ich aufgegeben. Damit kann ich leben, dass ich nie den Zylinder haben werde. Ja. Ansonsten fangen wir natürlich an, indem wir erstmal mein eigenes Level angucken. Wurde jetzt 2600 Mal gespielt, 900 Likes. Ich bin enttäuscht, dass nicht jeder liked. Einer hat einen Weltrekord von 31 Sekunden und ich weiß nicht wie. Ich habe ja Manu zugeguckt, wie er 40 Sekunden versucht hat, ewig. Und da war es schon knapp. Deswegen würde ich gerne wissen, wo der 10 Sekunden her hat und was der getan hat, weil er braucht ja die Münzen. Also, Prio Made, wenn du das irgendwie aufgenommen hast, dann schick mir sehr gerne einen Link dazu, das würde ich nämlich gerne sehen. Ansonsten gehen wir doch mal in den Coin Kick Canyon und schauen uns das Level an. Danach gehen wir noch über die Kommentare vom Level, weil da ein paar lustige dabei sind. Aber vorher spielen wir erstmal mein eigenes Level. Und ich mache die Kommentare gerade mal aus. So, damit schön leer ist. Ja. Willkommen. Keinerlei Zeitdruck. Vollgestopft mit diesen Galumbas? Ich glaube, Galumbas sind es nicht mal. Keine Ahnung, was da für Viecher unterwegs sind. Aber das erste Geheimnis ist direkt hier oben. Weil man kann hier hochklettern und da ist ein Zylinder. Hallo. Und da kann man sich die Münze schnappen. Genau die, die ich getroffen habe. Ja, hier ist so ein bisschen Applaus und ein Leben versteckt. Und da drüben, wenn man sich nicht ganz doof anstellt, kann man sich da die Sache holen. So, den Knopf wieder aktivieren. Ja, dann kann man hier den Pilz aktivieren. Um den muss man sich eigentlich überhaupt nicht... Oh, ich habe ihn sogar bekommen. Eigentlich nicht hetzen, weil man den hier ganz easy holen kann. Und das Ziel vom Level ist es an sich, Galumbas durch die Gegend zu kicken. Oder was auch immer diese Dinger sind. Um Münzen zu sammeln. Zum Beispiel, da unten ist auch eine Falle. Wenn man da reingeht, kommt man nicht mehr raus. Aber man kann den Galumba reinkicken und kriegt 10 Münzen. Man braucht 50 Münzen und muss danach noch das Ziel erreichen. Wenn man aufmerksam war, hat man da unten zum Beispiel gesehen, dass da 10 Münzen waren. Deswegen kann ich ihn hier einfach runterkicken und krieg nochmal 10 Münzen. Das ist sehr doof, dass ich den Pilz verloren habe. Ich hätte nämlich gerne gerade hierfür gehabt. Hier ist nämlich noch eine böse Stelle, da muss man da den Galumba da hochkicken. Ah, ich kann es auch anders lösen. Ja, mach ich mal. So. Opfer ich den Pilz halt. Da oben sind noch 5 Münzen. Ja, also wir haben schon genügend Münzen. So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zum Ziel vom Level. Dafür kann ich die beiden kurz wegkicken. So, da oben wären nochmal 10 Münzen, aber da ich ja den Geheimweg genommen habe, kann ich direkt zum Boss gehen. Der hier ist. Da ist ein riesiger Galumba, dem man ausweichen muss. Allerdings habe ich ihn ja schon besiegt, deswegen sollte die Piranha-Pflanze nur noch unser größtes Problem sein. Ja, der Powerblock, den ich da gerade gefangen habe, ist eigentlich das Mittel, um ihn zu besiegen. Ah, brauche ich ja nicht mehr. Kann ich den Galumba damit töten? Ja, das war mein Level. Das hat eine 0,8% Win-Chance. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar habe ich es ein bisschen zu schwer gebaut für die Leute. Und geht jetzt erstmal über die Kommentare. Und dann gehen wir noch ins Baumenü. Weil Kommentare gibt es, ja, so echt mieses Level, super schwierig, fies. Der Block am Anfang XD, ja. Das ist einfach so der einzige kleine Troll in dem Level. Der Rest von dem Level ist ja eigentlich normal. Aber irgendein Kommentar gab es, wo ich mich aufgeregt habe. Weil er mich geflendet hat. Der hier zu schwer. Also die Zeichnungen sind super. Da auch. Bitte Zombie, mach nie wieder so ein Level. Echt nett. Sorry, Alter, zu schwer. Ja, es ist nicht unbedingt das einfachste Level, aber ist schon machbar. Manu hat jetzt irgendwelche so krassen Hardcore-Level gebaut. Die muss ich mir auch noch angucken. Am besten heute. Da! Diese zwei Kommentare. Warum schreibt... Erstens, Checkpoints. Was sind Checkpoints? Wenn man eine Siegesbedingung hat, darf man keine Checkpoints stellen. Das beißt sich.
Also solange man eine Siegesbedingung aka Münzen macht, darf ich keinen Checkpoint stellen. Ich hätte sogar in die Mitte vom Level einen Checkpoint gestellt. Durfte ich nicht. Deswegen ist in der Mitte vom Level ein Pilz nochmal, der einfach erreichbar ist. Der da einfach ist, den ich auch gerade genutzt habe. Das ist so gesehen mein Checkpoint-Ersatz. Und da beschwert sich Ari noch, was sollte die Passage unter dem Swamp, war vollkommen zwecklos. Die gucken wir uns jetzt an und dann erkläre ich auch, wofür die ist. So, wenn ich auf Level bauen gehen, sollte ich genau hier hinkommen. Guck mal, ich habe hier extra ein Thumbnail fürs Level gebastelt, weil was auf dem Bild ist, wenn man speichert, wird das Thumbnail vom Leveln. Diese Meldungen kommen echt verzögert. Genau, so, wir sind jetzt hier am Anfang der Stage. Da ist der unsichtbare Block, da ist der Pilz drin. Hier oben ist ein unsichtbarer Block und damit kann man halt hier hochklettern und zu dem Galumba gehen. Da oben ist auch noch ein versteckter Block mit einer Münze drin. Ich glaube, ich habe 5 unsichtbare Blöcke, dass man da auch nochmal 5 Münzen im Level sammeln könnte. Alles ganz normal. Alles gechillt. Kann man hier rüber gehen. 10 Münzen wieder da mit dem Galumba holen. Hier den Typen runterkicken. Alles eigentlich, ja, so wie wir es gerade im Level gesehen haben. Da sind On-Off-Off-Schalter. Wenn man den hochkickt, dreht das Fließband sich da unter einem bisschen um. Da ist ein versteckter Block. Da ist auch noch ein versteckter Block. Und da kann man den Galumba reinwerfen, wenn man den von hier oben aus mitnimmt. Den habe ich extra so gemacht, dass man sich so denkt, oh, 10 Münzen, die brauche ich noch, dann werfe ich den da rein. Da hat man den nämlich nicht beim Bosskampf und kann den Boss nicht skippen, wie ich gerade gemacht habe. Man kann aber noch mit dem Swamp hier runtergehen. Das kann ich kurz mal zeigen. So, wir gehen aber mal rein. So, man kann nämlich hier runter und hier ist auch noch ein Bereich. Und das ist ein bisschen kniffliger, aber es geht eigentlich. Kann man hier rüber hüpfen und kommt in so einen Bonusbereich. Falls man noch nicht 50 Münzen hat, dafür ist dieser Bereich, wenn man nicht alles mitnimmt, kann man diesen Bereich hier nochmal machen. Man überlebt ihn eigentlich immer, wenn man eine Feder bekommt. Und ein Leben. Ist allerdings eher so ein Challenge-Bereich, weil es geht halt darum, da durchzukommen, ohne sein Zeug zu verlieren. Und das ist halt manchmal etwas schwer. Besonders, wenn diese Dinger da auf einen drauf fallen. Ja, wenn man mit einer Feder hier hinkommt, ich werde sterben, kann man hier diesen Block aufmachen und kriegt 30 Münzen direkt. Dann kann man eigentlich das ganze Level so ziemlich spielen, ohne Münzen zu sammeln, weil, wenn man hier rauskommt, was man überleben kann, kriegt man hier nochmal 10 Münzen. Heißt, da sind 40 Münzen drin, muss man nur 10 Münzen irgendwie vorher bekommen haben und die sind ja auf dem Weg eigentlich geschenkt, ohne was Schweres zu machen. Ja. Und das war eigentlich so das Level an sich. Da kann man dann hier halt noch zu dem Boss gehen. Da habe ich so eine blaue Röhre gemacht. Die spawnt scheinbar nur ein Item maximal. Und so ein Panzer, der hin und her geht und das Fließband hin und her stellt. Ich kann euch den Boss auch nochmal normal zeigen. Ich habe ihn ja nur Insta-Killed gezeigt. Ist eigentlich ganz lustig. Der rennt auf einen zu, aber dreht dann nochmal um. Und dann beim zweiten Mal kommt er erst ganz rüber. Und dann rückwärts ist es ähnlich. Der Powerblock kommt vielleicht ein bisschen schnell. Könnte sein. Aber ja. Dann muss man eigentlich nur den Powerblock nehmen und den halt gegen die werfen. Wenn man Pech hat, überlebt die Piranha-Pflanze. Aber ja. Dieses Level ist jetzt, also ich finde es nicht so schlimm, wie es manche sagen. Und dieser optionale Bonus-Part ist halt einfach nur da, wenn man noch nicht genügend Münzen hat. Manu hat den zum Beispiel genutzt, als ich ihm zugesehen habe. Und der andere Typ flamet mich einfach, weil es keine Checkpoints gibt, was gar nicht möglich ist. Ich kann ja mal hier oben in das Menü gehen. Checkpoint. Hinsetzen. Wenn du einen Rücksichtspunkt in ein Level platzierst, kannst du keine Zielbedingungen festlegen. Ja. Deswegen hat ja alles seinen Sinn und Zweck, Mr. Dumm. Töte alle 97 Kalumbas. Ja, eine lustige Bedingung, aber nein. Der Gesamt in dem Level sind 120 Münzen. Und ich verlange, dass man 50 sammelt. Also ich habe es echt versucht, echt relativ fair zu halten. Auch wenn es schwer und lang ist, das Level. Und das ist mein erstes Level. Vielen Dank an alle Leute, die es gespielt haben. Und falls ihr irgendwie eine super schnelle Zeit habt oder so, könnt ihr mir gerne das irgendwie schicken oder so. Das gucke ich mir dann doch gerne an. Ich will jetzt nicht jeden Einzelnen sehen, wie er das Level schafft, aber wenn ihr irgendwelche ultraschnellen Zeiten habt oder Rekorde oder so, sehe ich das dann doch ganz gerne. So, und wir spielen jetzt noch die anderen Quell-Level von Manu. Es gibt auch noch Level von Schlingel, die ich spielen möchte. Aber ich möchte erstmal Manu sein, haha, das Level schafft keiner, Level spielen und es mir angucken. Also er hat scheinbar echt Spaß daran, irgendwie so übertrieben schwere Level zu bauen. Bin gespannt. Abschlussrate 0%, 183 Versuche. Ja, spielen. The Next Nightmare. Sein zweites Level hat scheinbar schon keiner geschafft und das zweite habe ich mir noch nicht mal angeguckt. Also sein zweites haben Leute geschafft, aber das habe ich mir nicht angeguckt. Wir schauen auch nur mal rein. Ich bestehe nicht mal darauf, dass man schafft.
Bin gespannt, ob man den Pilz braucht. Ich nehme ihn einfach mit. Wie wäre es damit? So, Anlauf. 2, 3, 4. Okay. Da ist eine Münze drin. Ich habe das Gefühl, dass man eingesperrt ist, wenn man da reingeht. Unerwartet. Aber man kann durch die Röhre. Ob es mich tötet? Ja. Ein bisschen zu sehr zu erwarten. Bei Manu. Aber gut. Ja, da komme ich ja nicht groß durch. Also ist der Pilz eigentlich eh relativ egal. Dann müsste ja eigentlich... Okay, da ist was über dem Anfang versteckt. Eine Tür, für die ich einen P-Switch brauche. Warum ist über dem Anfang hier was versteckt? Hä. Okay. Machen wir erstmal normal weiter. Gucken wir uns erstmal das restliche Level an. Mit dem Swamp wieder schnell rübergehen? Ja. So, dann gehen wir einfach mal in die erste Röhre rein. Kann sein, dass es mich auch einfach instant tötet oder zum Anfang zurückbringt. Keins von beiden. Eine Schlucht? Okay, dann ist da auf jeden Fall ein Fake-Block. Und ich laufe runter. Moment. So, nochmal hier in die Röhre. Den Block aktivieren, gucken, ob ein zweiter Block oben drüber ist, weil es ein Level von Manu ist. Also irgendwie jetzt so. Nein, scheinbar darf ich hier schräg hüpfen. So, nochmal gucken, ob hier ein Block ist. Ja. Und jetzt einfach hoffen, dass ich hier schwingen darf, ohne dass hier unsichtbare Blöcke sind. Sehr ja. Und jetzt kommt hier eine coole Bahnfahrt. Wir bleiben mal drauf stehen. Ah, da müssen wir einmal hüpfen. Okay. Ich kenne diese Bahndinger nur leider überhaupt nicht. Deswegen weiß ich gar nicht, wie gut es bei denen... Ja, ich bin viel zu früh gesprungen. So, folgen wir dem Ding mal. Naja. Ja, war ja zu erwarten, dass er sich so denkt, oh, wenn Zombie das nochmal probiert, bestrafe ich ihn. Wenn jetzt noch die Zeit in dem Level knapp ist, dann lösche ich alles. Aber wie? Ja, das fährt mehrere Runden. Ist tatsächlich nett. Ah, so, und dann muss ich da noch rüberkommen. Okay, ja, ich warte nochmal, bis die Bahn nochmal kommt. Die nochmal zu erwischen ist halt auch unmöglich. Okay, ich hätte einfach noch eine Runde warten sollen. So ein Level spiele ich jetzt auch nur, weil es von Manu ist, ne? Solche Level würde ich nicht spielen, wenn sie von euch kommen. Könnt ihr knicken. Rennen, während man auf diesem Ding ist, ist halt auch eine Qual. Jawohl. Da ist die zweite Münze. Ah, aber hier sind überall Blöcke über einem. Oh Gottes Willen, und da kommt ein Galumba. In die Münze. Wahrscheinlich bis ganz vorne alles zu mit Blöcken. Ja. Ja. Selbst hier. Warum? So, jetzt sind wir hier. Holen uns die Münze. Gewinnen den Kampf der Galumbas und können nicht in die Röhre. Ah, aber die hier ganz vorne ist offen. Ah, okay, das ändert ja alles. Dann muss ich mir erst eine Brücke hier vorbauen und mich dann wieder vorkämpfen. Und dann da reinrennen. Bisschen Anlauf. Ah ja. Und dann jetzt hier einen Galumba hochkicken. Ach, Manu. Warum? So, jetzt sind wir wieder da. Habe ich auch den hintersten Block geholt. Und den Galumba. So, der blockt erstmal den Eingang. Ach, kann er gar nicht. Okay. Ja, aber wir sind ja schon durch. So. Wir wissen, dass da eine Münze ist. Ja, ich hätte es mit einem Galumba testen können, aber ich vertraue einfach mal meinen Instinkten, dass da nichts ist. Okay. Und wir haben es nicht reingeschafft. Muss ja dabei bedenken, das ist ja erst das erste Drittel vom Level, weil wir eine von drei Münzen haben. Kann natürlich sein, dass die anderen zwei Münzen relativ viel schneller kommen. Aber Power-Ups und so gibt es ja scheinbar bei Manu nicht.
So, jetzt sind wir wieder hier. Kicken dich nochmal. Kicken dich einmal hoch. Kicken dich zweimal hoch. Kannst du die Münze aufheben? Nein, kann er nicht. Also muss man den Sprung da rein wieder schaffen. Ja, aber ich... Nee. Daran wird es an mir für mich scheitern, das Level. Weil ich sowas einfach ultra eklig finde. So Lücken, wo man reinspringen muss und stirbt man. Da ist ein unsichtbarer Block. Okay, ja, wenn ich den benutzen würde, dann würde ich es schaffen. Aber der ist ja viel zu weit weg. Das war ja jetzt gerade nur Glück, dass ich den aktiviert habe. Also... Den werde ich nicht jedes Mal aktiviert kriegen. Damit wäre der Sprung dann wieder rein natürlich einfacher. Aber ich kann mich nicht auf den Block verlassen, leider. Ja, aber Manu liebt echt diese unsichtbaren Blöcke. Das fällt mir bisher auf in dem Level. Schade, dass der den nicht berühren kann. Wird so viel angenehmer machen. Ich könnte ja versuchen, nochmal auf die Achterbahn zu springen, während die runterfällt. Und jetzt. Hammer drauf. Ja. Ich weiß nicht, ob ich einfach reinkomme, weil ich ja diese Blöcke aktiviert habe. Aber das finden wir jetzt heraus. So, wo stehe ich so? Nee, ich komme trotzdem nicht mehr rein. Wenn ich ein bisschen früher und schneller springe, vielleicht noch. Aber das wird jetzt krampfig. Ich fahre einfach 100 Runden hier. Ah, oh, ja. Ich glaube, so hat das nicht gewollt. Aber wir haben Schlüssel und gehen mal durch. Und schauen mal, ob wir sterben jetzt. Wenn ja, dann weiß ich nicht weiter. Okay, eine Röhre mit einer Tür. Mehr habe ich nicht. Theoretisch kann ich auf den On-Schalter springen. Okay. Theoretisch kann... Da sind zwei. Ob links einer ist, weiß ich noch nicht, aber bis dahin muss ich jetzt wieder kommen. Ich habe einen easy Weg zurückbekommen diesmal. Ich weiß nicht... Ist der easy? Ja. Einfacher als das andere auf jeden Fall. So, wo waren wir? Ach ja, bei einem schweren Sprung, der mit Blöcken über den Kopf bestraft wird, was man nur durch Testen herausfinden kann. Dann kann das ja nicht richtig sein, wenn man hier nicht weiter kann. Ah, den kann man auch vorher schon rausbaiten, den Block. Okay. Dann kann es ja nicht richtig sein. Achso, damit man nicht cheatet, ist es, glaube ich, einfach da. Man soll einfach so dagegen springen. Aber dasselbe hier auch gesaved hat? Hier hat er es nicht gesaved? Doch, da hat er eine Treppe gebaut. Ich glaube, das Level ist im Endeffekt einfach nur, wie viele unsichtbare Wege kann Manu bauen. Und wie viele Versuche braucht man, um dich zu finden. Wahrscheinlich ist hier über dem Swamp auch noch irgendwo so eine unsichtbare Treppe, die man hochgehen muss. Kann ich den auch irgendwie so werfen, dass ich die... Ich kann den auch werfen, ohne den Block zu aktivieren. Okay. Puh. Das macht die Stelle schon mal 100-mal einfacher. Okay, jetzt sterbe ich nicht mehr hier die ganze Zeit. Ich komme eigentlich jedes Mal hier hin. Das geht eigentlich. Oder jedes zweite Mal oder so. Aber wenn ich das hier skippen kann dadurch, das ist ja schon ein Segen. So, dann finden wir mal raus, was auf Manus wundersamer Treppe versteckt ist. Oder fallen runter. So, klappt es noch ein zweites Mal? Einfach mal testen. So, halbwegs rechts hinstellen. Ja, das klappt immer wieder. Okay, das ist schön. Konsistent. Eins. Ah, da ist eine Münze auf jeden Fall. Zwei. Da ist eine Plattform nach drüben. Ich weiß nicht, wo die hinführt, aber wir folgen der mal. Und führt die hin? Da sind Blöcke. Es kann halt sein, dass wieder ein unsichtbarer Block da ist. Dass Manu halt wieder komplett übertrieben hat. Deswegen springen wir ein bisschen früher als normal, aber hey, schauen wir mal. Der P-Switch. Okay. Hallo Cooper? Hallo P-Bereich? Ich drücke einfach mal, weil ich keine Ahnung habe. Wenn hier jetzt das Ziel ist, dann fehlt uns eine Münze. Aber es ist eine P-Tür. Wir sind wieder am Anfang. Will er? Ja, eigentlich habe ich schon verkackt wahrscheinlich, weil er will, dass man schnell genug jetzt dann da wieder hochklettert. Also muss man ultra rennen mit dem P-Switch. Wenn ich es richtig verstehe, töt mich einfach mal. Besonders hier komme ich ja eh nicht mehr lang. Ja, weil ich mir den Weg zugebaut habe. Dann baue ich mir die Brücke mal von Anfang an hier mit dem P-Ding an jetzt immer. Kostet jetzt jedes Mal noch mehr Zeit, aber hey. Okay, wir haben es bis hierhin geschafft.
Ich weiß nicht mehr, ob man auf sicher ist, bis nach rechts zu springen. Vielleicht kann man den PS-Switch noch ein Stück mitnehmen. Aber ich muss jetzt einfach mal riskieren. Okay, nee, kann man nicht. So, rein. Und jetzt müssen wir noch da rechts hochklettern. Gottes Willen. Ach Manu, warum ist das so... So. Jetzt eine Wolke vorher ducken. Und instant rein. Ich könnte auch oben drüber laufen. Weiß nicht, ob das schneller ist. So, jetzt brauche ich hier den Anlauf. Und geh rein. Oh, Gottes Willen, ist das knapp von der Zeit her. Ja, und hier kommt noch ein Boss. Nur der? Nur der Dude? Hüpfen, Stachel, fertig. Es wirkt zu einfach? Ah. Ist noch nicht vorbei. Aber ich habe die 3 Münzen. Das macht mich schon sehr froh. Da unten wird es voll sein mit den Gegnern. Ja. Aua. Und man ist eingesperrt. Okay. Aber okay. Das nach dem PS-Switch ist ja ultra easy. So, diesmal hüpfe ich oben drauf. Weil ich glaube, das ist schneller als unten lang gehen. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, da den Krampf hochzuklettern. Ja, okay. Krampf geschafft. Komischer Boss. 3. Gibt's hier einen Pilz versteckt? Nein? Okay, dann gehen wir. So, da ist Manus Zeitkammer. Hoffen wir aber, dass ich nicht in einem Gegner drin lande. Ist halt echt doof, dass man nichts sieht. Ja. Man sieht nichts und ist mit von Blöcken eingesperrt. Das ist halt einfach kacke, der Raum am Ende. Aber es weiß er wahrscheinlich. Aber trotzdem. Sowas würde ich nicht in ein Level packen. Irgendwas Schweres nochmal gerne. Aber einfach, hey, du siehst nicht, wo du landest und da könnten Gegner sein oder auch nicht. Ist halt jedes Mal anders, ne? Ich warte jetzt noch 10 Sekunden und dann mache ich einen Spin und drücke einfach komplett nach rechts. Weil die Gegner sollten ja nicht despawnen. So. Denkt ihr, es ist voll genug? Ich denke schon. Warum sind die weg, die Gegner? Wir gehen mal so schnell wie möglich runter. Schauen es uns mal an. Dafür muss ich hier stehen bleiben. Okay, dann musste ich ganz nach rechts springen. Ach, das ist so doof, da fallen gerade welche runter. Es hält einfach so eine Instant-Todesfalle da unten. Ich probiere was ganz Dummes. Wenn es vom Timing her passt. Noch passt. Okay, ich probier's nicht mehr. Ich wollte den Pilz holen. Nee, aber das ist auch so knapp. Also es könnte gehen, aber ich weiß nicht, ob ich das will. Hier irgendwo was versteckt ist von Manu in dem Raum. Vielleicht so eine Falle, die nochmal 10 Bosse spawnt. Ah, Manu, du kannst die, die Musik direkt auf den Boss packen. Dann kommt die Musik, sobald du den Boss siehst. Das wusste er scheinbar nicht. Oder wolltest du einfach am Eingang vom Raum haben? Geht natürlich auch. Okay, sperrt mich da ein mit den Dingern. Ja, muss ich es einfach mit Glück überleben. Dann warte ich, bis die rechts rauskommen und gehe ich gleichzeitig mit denen runter. So. Ja, okay, ich darf ja nicht hüpfen. Ist ja das Problem. Und los. Ich habe ein Leben bekommen. Geil. Okay, dann weiter durch die Mobbingkammer. Ja. Oh, ich bin durch. GLP. Da ist das P. Oh, Gottes Willen. Was ein Stress. Ein cooles Level. Ganz okay. Oh, einer war ein paar Sekunden schneller als ich. Verdammt. Da kriegt er einen Toll. Ja. 3 Leute haben das Level geschafft von 2700 Versuchen. Ich bin einer der 3. 2:09 habe ich leider nicht geschafft, aber hey, die 10 Sekunden sind mir egal. Ja. Aber ich glaube, nachdem ich jetzt über eine Stunde noch an dem Level probiert habe, reicht das mir für Mario für eine Folge. Ansonsten,
Ich hoffe, ich hatte dir Spaß beim Zusehen bei Manus. Noch 0,1% Level, das hat morgen. Das wird 0,01% enden. Ich sehe es schon kommen. Ich habe ja schon irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Leben da drin gebraucht. Und andere brauchen bestimmt mehr. Oder schaffen es gar nicht. Wer weiß. Ich hoffe jedenfalls, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bis dann. Euer Zimmelmann. One.